Wir haben es gegründet, nachdem klar wurde vor 9 Monaten, dass die Stadt diesen Park platt machen möchte. Ja. Und zwar um ein Museum zu bauen unterirdisch. Weil es das größte Museum in Frankfurt dann wäre und jetzt momentan 12, 15 Besucher die Woche da sind. Man, ich bin hier groß geworden. Ich sehe hier viele andere Leute, die hier groß werden oder Leute, die auch hier alt werden. Und super, schöner Park hier. Zur zweiten oder dritten Aktion sind sie dazugekommen und haben dann hier ganz tolle Sachen gemacht, so mit kreativen Aktionen. Habe ich mir noch nicht so ganz überlegt. Hier ist auf jeden Fall der Tag. Ich dachte gerade, wenn man jetzt so gerade so macht, dann... Miteinander treffen, miteinander musizieren, miteinander sich austauschen, miteinander einfach, ja, ihr Leben schön genießen. Ja. Wir haben unseren Wunschbaum, wo jeder seine Wünsche dann hängen lassen, bis sie vom Wind weggetragen und vielleicht in Erfüllung gehen. Am 3. November, das weiß ich ganz genau, ist eine Diskussion mit den Politikern hier von der Stadt. Das ist in der Schulstraße Nummer 3 und da hoffen wir, dass viele Leute kommen und auch Fragen stellen. Hoffentlich wird das weit ausgestrahlt und findet viele Unterstützung und es gibt viele Leute, die sich auf unsere Seite stellen und sagen, wir wollen, dass der Museumspark hier in Frankfurt erhalten bleibt.